ist die weite, weite Welt. Und drum wandern, wandern wir durch ans grünes, grünes Feld. An das blaue, blaue Meer, über viele, viele Höhen. Ja, das Leben ist doch wunder, wunderschön. Gratulieren. Och, wie reizend, Herr Pastor, die schönen paar Blümchen. Ich bin aber nicht ohne Grund so früh gekommen. Kann ich mir denken, Sie wollen mit uns essen. Oh, ja, soll ich denn wirklich, wo Sie doch wahrhaftig schon genug Mäuler zu stopfen haben? Es kommt bei uns auf ein Maul mehr oder weniger nicht an, Herr Pastor. Ja, unser Pastor. Ja. Martha, hast du schon von dem Umgang gehört? Ja, der Pastor bleibt zum Essen. Nein, mein Hut ist weg. Der Hut? Mein schöner Hut. Wird die Suppe reichen? Nein. Aber jetzt. Also sehen, liebe Kinder, was Köstliches uns die Mama zum leckeren Mahle bereitet. Mahlzeit. Wir pflegen vor Tische zu beten, Herr Pastor. Wer ist dran? Ultima. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Mahlzeit. Amen, Herr Pastor. Amen. Tomatensuppe, ein köstliches Gericht. Wohl gar köstlich. Tomate. Ricopersicum esculentum. Paradies, Gold oder Liebesapfel? Den Namen Liebesapfel verdankt die Frucht dem Glauben, dass sie zärtliche Gefühle erwecke. Nenne mir die Nebenflüsse des Mississippi. Haben wir noch nicht gehabt. Nenne mir die des Po, rechts Flux. Vareta, Maira, Tanaro, Senver, Tribiataru, Parma, Sekio, Panaro und Renu. Und links, Flicka, sag schnell. Dori, Payas, Dura, Dora, Baltea, Agonia, Tino, Ada, Olio und Mincio. Nach den Worten Ne und Num, Wotan? Nach den Worten Ne und Num fällt das Wörtchen Ali um. Die französischen Präpositionen, Mutter. Die französischen Präpositionen regieren den Akkusativ. Am nächsten.
Die französischen Revolutionen regieren den Appetit. Nun, Herr Pastor! Bravo, bravo! Was willst du? Nun, kein Popel. Ruhe! Atlanta! Papa? Warum verschlucktest du dich eben? Mir war Suppe in Nase und Augen gekommen. Also sage mir doch, wieso denn kam Suppe in Nase und Augen? Ich, Gestehe, du musstest lachen? Ich gestehe, ich musste lachen. War das gehörig? Es war ungehörig. Und? Ich sehe ein, dass ich Strafe verdient habe und bitte um eine gehörige solche. Hier ist sie, geh mit den Schuldigen in die Kammer und gehst dort weiter. Jawohl, Papa. Und schäme dich. Jawohl, Papa, lass das ab. Was war das? Pastor hat mir beigestellt, Papa. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Parzival? Papa? Raus. Lass den Teller hier, du isst nicht weiter. Kann doch die Augen aufmachen, die dumme Gans. Parzival? Papa? Hierher. Aua. Wie heißt das? Danke, Papa. Raus. Wahrhaft. Wollte Gott, Herr Pastor, wir hätten seinerzeit eine so starke Hand über uns gefühlt. Nie wäre das Unglück geschehen. Was ist denn da nun wieder los? Parzival hat Atlanta eingeschmiert, Papa. Sollst du petzen? Okay, hör mir auch noch an zu weinen. Du willst doch immer mein Gescheites sein. Geh dort ins Eck und trotz dich aus. So, jetzt werden wir mal... Was wollt ihr, Kinder? Dunkeln! Ja, das könnte euch so passen. Kommt alle her, hilft mir mit den Tischen. Ihr esst im Spielzimmer weiter, in der Küche. Doch besser. Ja, aber natürlich, Frau Professor, bitte, bitte. Ach Gott, das ist nun mal nicht anders mit so vielen Kindern. Ja. Na, die Ärmsten, die wissen abends aber auch, was sie getan haben. Das kann man wohl sagen, Herr Pastor. Das Anziehen, Ausziehen, Waschen, Flecken, Flicken, Stopfen, wie viele Füße 12 Kinder haben, können auch Sie nicht ausrechnen, Herr Pastor. Und wie viele Fragen, die im Laufe eines Tages stellen, so, dann ist der Mann da, will auch bedient sein. Nein, wirklich wahr, Herr Pastor. Wenn man nicht ab und zu mal ins Wochenbett käme, hätte man gar keine Erholung. So, das wird er sich ad notam nehmen. Der Lümmel kommt in die Pflegejahre. Nicht mal bedanken wollte er sich für die Züchtigung. Nicht bedanken. Beruhige dich, er hat sich bedankt. Also, wollte Gott, Herr Pastor, wir hätten seinerzeit eine so starke Hand über uns gefühlt, wie ich vorhin schon bemerkte. Nie wäre das Unglück geschehen. Sprich nicht davon, Trauber. Spielen Sie auf Ihre Schwester an, Herr Professor? Auf meine unglückselige Schwester, jawohl. Sind Sie überzeugt, Herr Professor, dass Ihr Fräulein Schwester unglückselig ist? Ich hoffe es wenigstens, Herr Pastor. Ich hoffe es. Wollen Sie damit sagen, Herr Pastor, dass es kein Unglück sei, aus der Familie gestoßen zu werden und in fremden Landen leben zu müssen? Heimatlos. Ja, das musste sie leider allerdings. Allerdings. Und wenn ich nicht irre, in Sonderheit auf Ihr Betreiben, Herr Professor. Auf mein Betreiben, in Sonderheit. Ärgere dich aber dein eines Auge, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verderbe, als dass der ganze Leib zur Hölle fahre. Oder so ähnlich. Genau so. Genau so, ja, so. Sollte sie auch meinen Herd verseuchen. 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 Schluss. Na also jetzt Schluss, Schluss, Schluss. Wir sind doch allzumal Sünder. Und dieser kleine Fehltritt. Kleine Fehltritt? Was würden Sie unter einem größeren Fehltritt verstehen, Herr Pastor? Zwillinge? In Gegenwart des Pastors. Sie war doch damals erst 18 Jahre alt. Naja, viel früher hätte sie ja wohl auch nicht anfangen können. Ich bitte Sie höflichst von dieser Unglücklichen nicht mehr zu sprechen. Deswegen bin ich aber hier. Was? Ja. Haben Sie Nachricht von ihr? Allerdings. Was will sie? Geld, wie? Oder ein Anliegen, was? Oder wohl gar in den Schoß der Familie? Zurückkehren, niemals, Herr Pastor. Nun kam. Soll man denn niemals Ruhe haben von dieser Person? Ich habe kein Geld für Abenteurer. Mein stillen Herd ist kein Platz.
Für Dirnen! 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 Reg dich nicht auf, Traugott. Will mich aufregen. Aber bitte, Herr Professor, beruhigen Sie sich doch. Ihr Fräulein Schwester will weder ein Darlehen, noch will sie in den stillen Schoß der Familie zurückkehren. Sondern? Vielmehr? Sondern Ihr Fräulein Schwester ist vielmehr tot. Tot. Und es handelt sich nun um die... Begräbniskosten, ja, Traugott, da können wir nicht anders. Habe ich mich schon geweigert? Immerhin sind noch mehr Verwandte da. Nein, nein, es handelt sich nicht um die Begräbniskosten. Es handelt sich vielmehr um das Vermögen, das Ihr Fräulein Schwester hinterlassen hat. Vermögen? Tja. Ja? Sie wollen sagen, dass meine Schwester reich war? Es sieht so aus. Und das erbt alles dieser Lümmel? Das Söhnchen? Nein, das Kind ist mit 2 Jahren gestorben. Das arme Wurm. Ist das gar nicht mein mitzuteilen, die Böse? Die liebe Gute. Die liebe Gute, ja. Die liebe Gute. Aber sie dachte wohl kaum, dass es sie interessieren würde. Oh, Herr Pastor, also so. Hier deinem doch, Herr Pastor, wo wir gerade an dieser Geschichte so lebhaften Anteil genommen haben. Ist denn ein Testament vorhanden? Ja, es ist eines vorhanden, in dem ihr, Fräulein Schwester, Ihnen und Ihrer Tochter Atlanta etwas vermacht zu haben scheint. Atlanta? Was sagst du dazu? Halt den Mund. Am besten ist es wohl, ich lese Ihnen einmal diesen Brief vor. Ja. Sehr geehrter Herr Pastor, als Testamentsvollstrecker der dahingeschiedene Josephine Nägler geben wir Ihnen bekannt, dass die Verstorbene ihre Liegenschaft in Montevideo ihrem Bruder Professor Traugott Hermann Nägler vermacht hat. Es ist jedoch notwendig, um die hierorts gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen, dass sich der Erbe hier in Montevideo einfindet, um die Hinterlassenschaft in Empfang zu nehmen. Zugleich mit seiner Tochter Atlanta, die ebenfalls im Testament bedacht ist. Schiffskarten für Herrn und Frau Professor und Tochter Atlanta sind auf Wunsch der Verstorbenen hierbei gefügt. Da uns die gegenwärtige Adresse des Herrn Professors unbekannt ist, bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Pastor, als den intimen Freund, ihn von diesem Schreiben in Kenntnis zu setzen. Wir danken Ihnen und zeichnen Perino, Perino und Perino, Rechtsanwälte. Ist hier jemand in diesem Zimmer? Traugott, nein, dieses Benehmen. Dieser Rohrstock kommt mir nicht mehr auf den Tisch. Mutter. Ja. Mutter. Was ist? Pastor. Erschrecken Sie nicht, Herr Pastor. Ich komme jetzt mit der Gabel. Ja, ja. Gott. Entschuldigen Sie, Herr Pastor. Ah, bitte, bitte, bitte. So peinlich. So. Ist hier jemand in diesem Zimmer? Von so niederer Gesinnung mir zuzutrauen, dass ich auch nur einen Pfennig von diesem Geld annehmen werde? Seid ihr beide blind, nicht zu sehen, dass die Verfasserin dieses Testamentes nur eines im Auge hatte, mich zu beschämen, falls ich die Erbschaft antrete? Na, wenn schon, sie wird ja niemals erfahren, ob sie die angetreten haben oder nicht. Wieso nicht? Sie ist doch tot. Da ist was dran, was der Pastor sagt. Naja, du findest immer was dran, was der Pastor sagt. Ich fürchte... Ach was, Sie fürchten gar nichts. Sondern ihr Gewissen quält sie, weil sie jetzt fühlen, wie grausam sie zu ihrer Schwester waren und wie unwürdig sie ihre Güte sind. Zuerst und vor allen Dingen haben sie jetzt an ihre Familie zu denken. Aber? Nichts aber. Sie können es doch nicht verantworten, die Gelegenheit für eine gesicherte Zukunft mit Füßen zu treten. Also wenn Sie mich von der Seite packen, Pastor, werde ich mir die Sache überlegen müssen. Ich wusste, Sie würden sich überzeugen lassen. Grinsen Sie nicht, wenn Sie das sagen. Warum denn nicht? Ich sage, nehmen Sie das Lächeln zurück. Ein Lächeln kann nie etwas schaden. Wohl, dass es kann. Inwiefern? Wo sind die Schiffskarten? Hier. Insofern. Da haben wir's. Jetzt haben Sie alles verdorben. So ein Dickkopf. Nur Sie kennen ihn doch. Er kann nicht existieren ohne seinen Heiligenschein. Das ist es ja, was mich so ärgert.
Er ist ein Hypokrit, ein Scheinheiliger. Aber er weiß es nicht. Diese kleine Lektion schadet ihm gar nichts. Diese kleine Erbschaft hätte uns auch nichts geschadet. Was suchen Sie doch? Den Laien. Hier. Er meint es gut. Wäre ein ganz anderer, wenn der mehr Geld hätte und weniger Sorgen. Ein anderer? Meinen Sie vielleicht auch ein besserer? Natürlich ein besserer. Bekleckern Sie mein Tischtuch nicht mit dem Leiden. Und du klebt wohl so ziemlich alles mit Ausnahme dieser Karten. Kommen Sie, Pastor. Hm. Stellen Sie sich das mal vor. Einmal im Leben hätte man die Kinder mit allem versorgen können, was sie brauchen. Vielleicht mit ein bisschen mehr. Mit Dingen, die ihre kleinen Herzen sich wünschen. Noch ist ja nicht alles verloren. Heute Abend bei der Geburtstagsfeier werden wir ihn schon rumkriegen. Sie müssen an Wunder glauben. Das ist mein Beruf. Es war doch alles so schön. Warum ist es denn jetzt nicht mehr so schön? Entschuldige bitte, Pati, wenn ich schuld war. Nee, du warst nicht schuld. Pati, wer ist denn schuld? Pati, warum geht denn der Pastor schon weg? Geht der schon weg? Ja. Pati, wenn du was verpatzt hast, Mutti bringt es wieder in Ordnung. Atlanta! Ja! Was ist, Mutti? Setz dich. Ich habe mit dir zu sprechen. Was ist los? Du bist jetzt ein erwachsenes Mädchen, Atlanta. Und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass ich mit dir über des Lebens ernstere Probleme spreche. Halt mal, mein Kind. Oh ja, Mutti, über Herbert. Ich liebe ihn, Mutti, und er liebt mich. Und wenn ich ihn nicht bekommen kann, gehe ich ins Kloster. Selbstverständlich. Aber vorher möchte ich noch mit dir sprechen. Ja, Mutti. Du weißt, Atlanta, nicht alle jungen Mädchen sind so sorgsam behütet, wie du und deine Geschwister das sind. Tante Josephine zum Beispiel, die war es nicht. Und so konnte es geschehen, dass sie, als sie in deinem Alter war oder vielleicht ein paar Monate älter oder einige Wochen jünger... So genau kommt es doch nicht drauf an, Mutti. Eben, dass sie, sage ich, den Fehler ihres Lebens machte. Damals. Oh. Mit anderen Worten. Sie bekam ein Baby, ohne verheiratet zu sein. Ja, Mutti, es war ein Junge. Der wog 8,5 Pfund. Woher weißt du das? Das wissen wir alle. Von wem? Lundgren. Er ist der Einzige, der da bleiben darf, wenn die alle rausgeschickt werden. Das ist ja reizend. Rauch mit dir, mein Junge. Du hast das schon geahnt, dass ich dich da rausschmeiße. So, mein Kind, da. Und wir dachten, er verstünde noch nichts. Dann weißt du ja wahrscheinlich auch, dass Tante Josephine von der Familie ausgestoßen wurde? Ja, Mutti, Vater bestand darauf. Richtig, richtig, richtig. War das nicht ein bisschen grausam von Vater? Vielleicht. Aber er ist auch grausam gegen sich selbst in Dingen der Moral und es ist nicht an uns, ihn zu kritisieren. Nein, Mutti. Und ganz besonders nicht, wenn wir wichtigere Sorgen haben. Was für Sorgen? Tante Josephine hat dir etwas vererbt. Das gute Tantchen. Und du wirst jetzt mit Vater nach Montevideo fahren müssen, um diese Erbschaft anzutreten. Mutti, du kommst doch mit nach Montevideo, nicht? Ach, einer muss doch bei den Kindern bleiben. Außerdem hätte ich ja gar nichts anzuziehen. Weil du alles auf uns hängst, namentlich auf mich. Ich will das nicht. Lieber laufe ich nackt herum. Na, ich glaube nicht, dass dein Vater damit einverstanden wäre. Unser wäre, Herr Professor, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten, Herr Professor, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu ersuchen. Heute am Geburtstag deiner Mutter, heute tue ich es. Was tust du? Und so habe ich die Ehre, Herr Professor, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten. Auch gerade heute? Wieso, was ist los? Liebst du mich nicht mehr? Wer ist es? Au, du mit deiner Adamte, ich bin ein Lämmchen, aber das könnte ich nicht überstehen, wenn je ein anderer, ich meine, ich bringe ihn unter Umständen. Unter Umständen? Die schönen Blumen, feines Lämmchen, ein Wolf bist du. Aber ich könnte einer werden. Fressen möchte ich dich, essen, verspeisen. Nun komm erst mal rein und bring deine Rosen in Ordnung. Mutti, Herbert hat dir was zu sagen. Meine liebe Frau Professor. Mein lieber Herr Kraft. Ich möchte mir erlauben, Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag zu gratulieren und Ihnen dafür zu danken, dass Sie geboren sind und dass Sie Atlanta zur Welt gebracht haben. Oh, das haben Sie ganz reizend formuliert, Herr Kraft. Ja, was ist denn das? Atlanta? Ein Mützenband von der Atlanta, dem amerikanischen Schiff, auf dem Sie vor 19 Jahren geheiratet haben. Und das haben Sie für mich aufgetrieben. Das ist ja rührend. Gib das ins Wasser, mein Kind. Ja, fährt denn die schon wieder? Ja, seit etwa 2 bis 3 Monaten.
Das muss ich doch sofort meinem Mann sagen. Und wenn Sie bei dieser Gelegenheit dem Herrn Professor meine Einladung übermitteln würden, zur Jungfernfahrt meines Gesellenstückchens. Zu Ihrer was? Ich habe auf der Werft meines Vaters mein erstes Boot selbst gebaut. Und es wartet unten darauf, heute an Ihrem Geburtstag, Frau Professor, mit den werten Persönlichkeiten Ihrer geschätzten Familie zum ersten Male in See zu stechen. Eine gute Idee, Herr Kraft. Aber was mich anbelangt, ich bin heute schon genug herumgesegelt. Und meinen Mann, den lassen Sie auch besser hier. Mit dem muss ich sprechen. Oh, Frau Professor, wenn Sie mit dem Herrn Professor sowieso reden, würden Sie ein gutes Wort für mich einlegen? Ich habe solche Hemmungen. Ich weiß nicht, was es ist, aber in seiner Gegenwart werde ich sofort wieder zum Schüler. Jeder wird in seiner Gegenwart zum Schüler. Und wenn er Sie beim Abitur hat durchfallen lassen... So hatte Ihr vollständig recht, Frau Professor, vollständig recht. Ich habe mich damals zu trottelhaft benommen. Und deshalb fürchte ich, wenn ich mich wieder so dumm anstelle... Machen Sie sich keine Gedanken, Herr Kraft. Mein Mann liebt ein gewisses Maß von Beschränktheit. Oh, Frau Professor, ich könnte Sie umarmen und küssen. Später mal. So, und jetzt gehe ich etwas Proviant holen und dann könnt ihr ins Meer schiffen. In See stechen. Euch einmachen. Wo ist meine Wolle? Hier, danke. Was wollte ich eigentlich? Proviant machen. Proviant machen. Martha, wir müssen für die Kinder Proviant machen. Die Kinder wollen sehen. Dein Schiff ist fertig? Ja. Und ich habe es Atlanta getauft. Oh, du Liebste. Jetzt gibt es drei Atlantas. Das alte Schiff, dein neues Schiff. Und ich. Nur. Hei Sie da, mein lieber Herr Gewalt. Kraft. Kraft, vielmehr, ja. Wo ist denn die Mama? In der Küche. Was macht sie da? Proviant für uns. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst die Füße nach auswärts stellen? Hast du keine Papierfetzen herumliegen sehen? Nein, Papa. Längliche Streifen? Nein, Papa. Sie auch nicht? Nein, Herr Professor. Haben Sie mir überhaupt schon mal eine positive Antwort gegeben? Nein, Herr Professor. Setzen. Da hast du's. Wenn er mich ansieht, fühle ich mich wie eine Schlange unter dem Blick eines Kaninchens. Wie ein Kaninchen unter dem Blick einer Schlange. Eben, das meinte ich. So, Kinderchens, hier ist genug für die ganze Bande. Dankeschön, Mutti. Na, Herbertchen, so abgetakelt? Vater war hier. So. Er hat nach dir gefragt, Mutti. So. Und nach Papierfetzen. Ei, sieh mal an. Länglichen Streifen. Mhm. Wo ist er denn jetzt? In seinem Zimmer. Mhm. Wiedersehen, Mutti. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Professor. Weidmanns Heil. Ahoi. Na, Traurigchen, suchst du was? Wo ist denn der Pastor? Nicht im Papierkorb. Wo er hingegangen ist, meine ich. Zum Bürgermeister. Der kommt doch sowieso heute Abend. Und bevor er ging, hielt er mir einen kleinen Vortrag. Worüber? Über dich. Aha. Er sagte, du seist ein Tyrann. Sieh mal an. Er sagte aber auch, dass ich unter deiner rauen Schale das Herz eines Lämmchens verberge. Und dass du, wenn du jemals zu Geld kommen solltest, der wohltätigste Mitbürger unserer Gemeinde sein würdest. Einen Schmarrn. Das hat er gesagt? Ja, das hat er gesagt. Und ferner sagte er noch, dass der Gedanke an Wohltätigkeit wohl der einzige Anlass für dich sein könnte, dieser Erbschaft eventuell doch etwas näher zu treten. Und was hast du erwidert? Ich muss dem recht geben. Traugott, nimm mal an, wir erbten 100.000 Dollar. Nein, 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 nein. Doch nur, um mit einer Zahl zu beginnen, nicht? Von 100.000 könntest du doch leicht 10.000 wohltätigen Zwecken stiften. Ja, natürlich könnte ich das. Leicht könnte ich das. Ja, hängt natürlich nur von dir ab, Liebling. 5.000 gleich und 5.000 später. Vielleicht. Ja, hätte dir keiner was dreinzureden. Ja, von dieser Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. In der Tat, wenn man bedenkt, wie viel Gutes ich mit diesem Geld stiften könnte. Mal so betrachtet, hätte ich gar kein Recht, das Geld zurückzuweisen. Kein Recht. Kein Recht. Ich sagte das bereits zweimal. Ja, kein Recht. Müsste meinen Stolz auf dem Altar der Wohltätigkeit verplempern. Opfern. Ja, Traurigchen.
Natürlich darfst du nicht zu weit gehen in deiner Wohltätigkeit. Noch habe ich ja nicht damit angefangen. Eben. Bedenke immer, unsere letzten 6 Kinder haben noch nie ein neues Kleid gehabt. Sie tragen alle auf, was die ersten 6 ausgewachsen haben. Das ist eine Schande. Und noch etwas, Traugott. Wie wäre das, wenn du spazieren gingest und die Leute auf der Straße wisperten, da geht er, unser Wohltäter. Hör auf. Dann könntest du auch mit manchen sogenannten Freunden Abrechnung halten. Ja, was ich dem Rektor beim Abschied sagen würde. Ach. Lieber Freund, würde ich sagen. Lieber Freund, würde ich sagen, leben Sie wohl. Ach, du Schlaufuchs, du. Ja, was hast du denn gedacht? Ach, der Herr, Mann. Traubertchen, noch etwas. Denk doch an die wundervolle Reise, ha? Der Traum eines Lebens wird Wirklichkeit. Unsere ersten gemeinsamen Ferien, ne? Ja, gemeinsam. Ich fürchte, ich werde bei den Kindern bleiben müssen. Sag, warum nimmst du nicht den Pastor mit auf meine Karte? Denkst du schon wieder an, du Schlange? Wer gab Adam den Apfel? Eva. Aber ich bin sicher, dass Adam sich nicht so lange bitten ließ. Ja, sicher nicht. Aber Herr Mann, du vergissest dich. Gegenteil, ich besinne mich auf dich. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Wenn ich das Geld nehme, ja. Ich sage wenn, ja. Dann könnten wir uns unter anderen Dingen auch noch ein Baby leisten. Traugott, Herrn. Das geht zu weit. Casablanca. Mutter, du verwechselst das mit Casanova. Keine Seepapier ist lustig, keine Seepapier ist schön. Ja, da kann man mal den Globus von der anderen Seite sehen. Atlanta steuert Atlanta. Was für ein süßer Name. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass Richard Wagner keine Oper nach dir benannt hat, wo er doch all deine Geschwister verbraucht hat? Ja, du Affe, du weißt doch ganz genau, dass als Vati und Mutti sich damals auf der Atlanta trauen ließ, sie beschlossen, mich Atlanta zu taufen, wenn ich ein Mädchen würde. Na und? Ich bin ein Mädchen geworden, das siehst du doch. Das sehe ich doch. Weißt du, was ich mir wünsche? Was denn? Dass wir uns auch auf der Atlanta trauen lassen. Es hat meinen Eltern viel Glück gebracht. Sie haben sich nämlich sehr lieb, musst du wissen. Ich glaube, deine 11 Geschwister bezeugen das. Werden wir auch 12 Kinder haben? Ich möchte mich nicht gleich auf eine beschränkte Anzahl festlegen. Wenn wir es uns leisten können, möchte ich 12 Dutzend von dir haben. Leisten? Vielleicht können wir es uns leisten. Nanu. Nanu. Tante Josephine ist gestorben, hat mir was vererbt. Es kommt jetzt darauf an, dass wir Vati dazu bringen, dass er mit mir nach Montevideo fährt. Nach Montevideo? Ja. Mit dir? Ja. Das kommt ja gar nicht in Frage. Was kommt nicht in Frage? Dass du ohne mich nach Montevideo fährst. Ach nee. Ach ja. Wer bestimmt das? Ich! Wie interessant. Und warum soll ich nicht mit nach Montevideo fahren? Weil du eifersüchtig bist. Ach, Quatsch. Kein Quatsch. Du bist eifersüchtig auf jede Mücke, die mich sticht. Es handelt sich hier nicht um Mücke. Nein, sondern um deine Muckepinne, die gleich stehen bleibt. Hast du Muckepinne gesagt? Schöne Sprache für eine zukünftige Ingenieurskette. Ach, du Lucke, da bin ich aber skeptisch. Ach, wo? Man kann ein schlechter Lateiner sein und doch ein guter Ingenieur. Das ist ein sehr braver Bursche. Er ist ein Trottel. Mein Rock. Ja. Hoffentlich kommen die Kinder nicht zu spät. Ich hätte gerne noch mit ihnen probiert, wie hier die Gäste da sind. Hast du wieder etwas für mich komponiert? Ach, tu doch nicht so, dass ich weiß. Natürlich. Diesmal ist es ein Kanon. Ach, wie schön. Ja. Griechisch. Mutter! Ja. Wie siehst du wieder aus? Ist das neu? Ja, neues Kriegelchen auf Mutters Ballkleid. Hör zu, ich will, dass die Kinder heute so nett wie möglich aussehen. Ja. Sie sollen ihre besten Kleider anziehen. Die haben sie doch schon den ganzen Tag an. Das waren ihre besten. Ho! 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 Atlanta! Du! Ich schwöre mir, dass du deinem Vater hiervon nichts sagst. Ich brauche ihm nichts zu sagen, der ist ja nicht blind. Aber eins kann ich dir schwören, meine nächste Seefahrt mache ich allein, und zwar nach Montevideo. Nach Montevideo! Mein Boot! Mein Boot! Nach Montevideo! Das werden wir sehen!
Tante Video, scharf rechts. Schäfig. Ohne seinen Einfall mit dem Notweg wären wir nie an Land gekommen. Vielleicht fällt dir jetzt was ein, in welchem Aufzug wir heute Abend unseren Kanon singen sollen. Gekostet hat, eine solche Kanone auswendig zu lernen. Kanon, Mutter! Und dir, mein lieber Traugott, danke ich für die schöne Komposition und für den zu Herzen gehenden Text. Wie heißt er eigentlich auf Deutsch? Parsival, übersetzt das für deine Mutter. Heil dir, Mutter, du Spenderin all unserer Freundinnen. Freuden! Ach, wie schön, wie schön. Und wie du das einstudiert hast, Traugott. Ja, Mutter, was ich aber nicht einstudiert habe. Der Einfall, meinen, ich kann wohl sagen, klassischen Kanon im klassischen Gewande vorzutragen. Auf diesen Einfall sind die Kinder selbst gekommen und haben mich damit überrascht. Und jetzt kommt noch eine Überraschung. Tusch! Eins, zwei, drei! Ah! Ein Hut, ein neuer Hut. Gerade heute, wo der Alte weggeflogen ist, Kinder, da könnt ihr es doch mal sehen, dass alles im Leben vorausbestimmt ist. Na, Mutter, und da wir dich heute an deinem Geburtstag nicht beschwinden wollen, so seid ihr nicht verhehlt, dass wir es waren, die das vorausbestimmt haben. Kinder, schämt ihr euch denn nicht? Obis bestes Erbstück. Na, also, da muss ich schon sagen. Nein, sag gar nichts, Mutter. Nie hättest du den Neuen aufgesetzt, solange der Alte noch unter uns weilte. Passen Sie mal gut auf, Herr Bürgermeister. Wenn wir jetzt die Rede auf die Reise nach Montevideo bringen, sind Sie dafür und ich bin dagegen. Gemacht. Und dann beweisen Sie mir, und dass wir den Professor überzeugen, was für ein Trottel ich bin. Das ist eine Kleinigkeit. Wir fahren nach Amerika und wer fährt mit? Wer keine blanken Stiefel hat, der kommt nicht mit. Wir fahren nach Amerika. Da Ihre Kinder gerade nach Amerika fahren, Professor. Es gibt doch nichts Schöneres, als hin und wieder eine kleine Reise machen, wie? Oder noch besser eine größere. Haben Sie schon gehört, was der Apotheker von seiner Reise nach Montevideo erzählt hat? Montevideo? Ich bin fast gestorben vor Lachen. Fast? Probieren wir es nochmal. Nein. Nicht in Gegenwart der Frau Professor. Aber sie hat noch nie einen Witz verstanden. Nur also, Hermann, wie kannst du so etwas sagen? Den werde ich verstehen. Bitte, Herr Bürgermeister, bitte erzählen Sie. Also, unser Apotheker geht spazieren in einer Straße in Montevideo. Es ist zu komisch. Das werden wir beurteilen. Also, unser Apotheker geht spazieren in einer Straße in Montevideo. Er lacht so elegant.
irgendein Spazierender der Straße gemacht wie Theo. Das muss eine längere Straße gewesen sein. Oh Gott, nun lass ihn doch endlich mal erzählen. Da plötzlich sieht er eine Menschenmenge vor einem Schaufenster stehen. Er tritt hinzu und sieht in dem Schaufenster eine lebende, bildschöne Dame in einer Badewanne liegen. Mit nichts bekleidet als mit Seifenschaum. Bis an den Hals. Es war eine Reklame für Badeseife. Wie hieß die Seife? Ist doch wurscht. Erzählen Sie weiter. Da plötzlich riss ein junger Mann aus der Menge den Hut vom Kopfe und fängt an, die Nationalhymne zu schmettern. Aber es wirkte nicht. Wieso nicht? Warum nicht? Sie stand nicht auf. Ja. Was noch? Na, Mütterchen? Hast du es verstanden? Vielleicht war sie eine Ausländerin. Ja, na, was ist denn nun Ihre Meinung, Pastor? Worüber? Reisen, die Welt sehen. Nein, ich bleibe am liebsten in meinen vier Wänden. Bleibe im Lande und lehre dich reden. Ach Gott, ihr beiden miserablen Komödianten, ihr euch weiter Mühe gebt, lasst euch sagen, dass ich niemals an die Großmut meiner Schwester glauben werde. Irgendetwas stimmt da nicht. Ach, was soll denn da nicht stimmen? Bedenken Sie doch mal, wie viel Gutes Sie tun könnten mit dem vielen Gelde. Denken Sie doch an die Gemeinde. Wir könnten endlich in unserem Hafen die geplante Heulboje setzen. Wir würden sie auch die Hermannboje nennen. Traugott. Oder die Traugottboje. Oder die Hermann-Traugottbohle. Und dann denken Sie an Ihre Familie. Oh Gott, wir könnten uns doch dann unter anderem, wie du selbst vorhin sagtest, noch ein, du weißt schon was, leisten. Wo sind die Schiffskarten? Zwei, drei. Muss ich denn so umstellen? Thank you.
ist? Ihre Schwester? Josephine. Sie hat sich gar nicht verändert. Das Porträt einer vollendeten Dame? Das Porträt ist vollendet. Fangen Sie schon wieder an. Wollen Sie sich bitte freundlichst erinnern, dass Sie Gast hier in Ihrem Hause sind? Na, Sie vergessen wohl. Nein, ich vergesse gar nichts. Ich weiß nur, dass diese Frau ihre Grausamkeit mit einer sehr, sehr noblen Rache beantwortet hat. Ja, vielleicht sind meine Ansprüche an Moralbegriffe zu hoch. Sicher. Und außerdem dachte ich, wir wären auf Ferien hier. Moral kennt keine Ferien. Madame de la Roque recibirá en un instante a los señores. ¿Le puedo enseñar su habitación? Por favor. Verstanden, Pastor. Jedes Wort. Ich auch. Pastor! Ja? Wie gefällt es Ihnen hier bei mir? Doch großartig. Aber da steckt viel Geld drin. Ja. Meine Familie hat ja auch genug investiert. Ein ganz so schön gedämpftes Licht. Ja, sehr gedämpft. Sagen Sie, wie viel glauben Sie, ist das Haus wert? Noch, ich schätze so 100.000 Dollar. Ja, da unterschätzen Sie mich. Unter 150.000 gebe ich es nicht her. Was sagen Sie dazu, Pastor? Das erste Mal seit 4 Wochen an einem nicht schaukelnden Waschbecken. Na Gott sei Dank, dass Sie Ihre gute Laune wiedergefunden haben, die Ihnen auf den Chip so gänzlich abhanden gekommen war. Seekrankheit hat nichts zu tun mit körperlicher Kraft oder Schwäche. Nein, sie hat etwas mit dem Gehirn zu tun. Sehr richtig. Und ich freue mich, dass Sie so wenig darunter zu leiden hatten, Pastor. Ja, Wenn Sie dann mit Ihrer Toilette fertig sind, dann sagen Sie es mir, Pastor. Und lassen Sie das Kristall in Ruhe. Sie mit Ihrer Ungeschicklichkeit. Signori, Madame de la Roque. Pastor, los. Madame de la Dings. Wir nehmen das Blanka mit. Bist du? Hier, Papa. Bist du denn? Was machst du denn da? Ich warte, Papi, das siehst du doch. Gerade jetzt, wo wir unten erwartet werden. Mach, dass du rauskommst.
Ein Zettel nirgendwo, Proprietario. Was hat sie gesagt? Ich habe keine Ahnung. Rosita, Anita. Frau Gott, und das ist Roland. Rolando. Reizend. Madame, espera los signori. Bonjour, Messieurs. Ich bin Madame de la Rocco und glücklich, Sie in unserem Hause willkommen zu heißen. Und wir sind selig, Madame, dass wir Sie verstehen. Ich meine, dass Sie so gut Deutsch sprechen. Nicht gut, aber gern. Ich vermute, Sie waren die Vertraute meiner Schwester. Sehr vertraut. Das ist Pastor Deixheim, den ich anstelle meiner Frau mitgebracht habe. Oh, Madame. Pardon. Bitte? Sie hatten eine geruhsame Überfahrt, ich hoffe. Sehr geruhsam, Madame. Der Professor hat nur geruht. Charmant. Und wo ist unser kleines Töchterchen? Sie wird gleich erscheinen, danke. Sie badet nur noch. Das süße kleine Ding. Ich hoffe, sie wird sich gut bei uns einleben und recht lange bei uns bleiben. Das liebe Herzchen. Welch ein wundervoller Raum. Es ist das Reich der teuren Verstorbenen. Von hier aus ließ sie alle Puppen springen. Puppen? Sagt man nicht so auf Deutsch, wenn man alle Fäden in der Hand hält? Übrigens, Herr Anwalt lässt sich Ihnen empfehlen. Er wird Ihnen seine Aufwartung machen. Sie werden sich gut verstehen. Er spricht Ihre Sprache. Wie erfreulich. Sagen Sie, Madame, wie ist es denn so plötzlich? Es kam doch plötzlich. Ziemlich plötzlich. Die Arme. Sie war nicht arm. Ja, er meint es nicht im finanziellen Sinne. Auch sonst nicht. Ihre gute Laune hat sie bis zu ihrem Ende nicht verlassen. Als sie ihr Testament machte, lachte sie Tränen. So, sie hatte ein heiteres Temperament. Das kann man wohl sagen. Sie hat einen ausgesprochenen Sinn für Humor. Mir freulich. War sie je verheiratet? Oh nein, das würde ihrem Beruf abträglich gewesen sein. Was war genau genommen Ihr Beruf? Jetzt, mein lieber Herr Professor, wollen Sie mich, wie sagt man bei Ihnen, auf den Arm nehmen? Das würde mir ein Vergnügen sein. Was ich wissen möchte, Madame, wenn meine Schwester nicht vermögend geheiratet hat, wo hat sie das viele Geld hergenommen? Sie war arm wie eine Kirchenmaus, als sie anfing. Und hatte niemanden, der ihr half. Ganz allein machte sie ihr Vermögen mit der kleinen Gabe, die Gott ihr verliehen hat. Kleinen Gabe? Ich sage kleine Gabe, weil ich nicht glaube, dass sie talentierter war wie viele andere. Aber bei niemandem war wohl das Wort, das Genie Fleiß bedeutet, angebrachter als bei ihr. Ja, sie war fleißig, meine Herren. Sie beschämte uns jeden Tag aufs Neue. Hat sie je von mir gesprochen? Ja, als sie ihr Testament machte. Ich werde nie das Lächeln vergessen, mit dem sie sagte, ich glaube, es wird eine reizende Überraschung für meinen tugendhaften Bruder sein, wenn ich ihm mein Institut vermache. Institut? Und da lachte sie. Laut heraus und ließ den Notar kommen. Institut? Dieses Institut. Es war ein großes Bedürfnis vorhanden dafür in dieser etwas leichtlebigen Stadt. Wir sind allzumal Sünder. Und alles verstehen heißt alles verzeihen. Und nun, meine Herren, lasse ich Sie allein. Ich muss nach meinen Mädchen sehen. Mädchen? Mädchen. Wie viel sind es denn? 45. Und mit Ihrem Töchterchen 46. Ja. Ja.
Was halten Sie von der kleinen Gabe meiner Schwester? Ich habe keine Ahnung. Herr Professor. Alles verstehen heißt alles verzeihen? Ja, das steht doch in der Bibel. Weiß, dass es in der Bibel. Yvonne! Oui, mademoiselle? Das Messer ist ready! Shaky! Nein, dann raten Sie mal. Bitte wieder auf eure Zimmer, ja? Sie können sie nicht verstehen. Ihr sagt so quarto. Komm mal her, mein liebes Kind. Wieso sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ich bin Deutsche. So, dann setz dich erst mal her. Meine Tochter, du armes Opferlamm. Wie meinen Sie? Wie alt bist du? 19. So jung und so... Wie bist du denn bloß hier in dieses Haus gekommen? Das war ganz leicht. Man braucht keine besondere Protektion dazu. Und denkst du gar nicht daran, hier wieder rauszukommen? Leider dürfen wir nur hier bleiben, bis wir 21 sind. Dann haben wir genug gelernt, um auf eigenen Füßen zu stehen. Wissen Sie? Oh ja. Und wie fühlst du dich hier? Wie im Himmel. Hm. Erzähl mal, was treibt ihr so tagsüber? Morgens haben wir Turnen, dann Musikstunden, nachmittags spielen wir Ping-Pong oder Tennis oder gehen ins Kino, dann haben wir Abendbrot. Und dann? Dann lesen wir noch etwas. Manchmal gehen wir auch in ein Theater, wenn ein passendes Stück gegeben wird. Und dann gehen wir zu Bett. Und dann? Dann schlafen wir. So, das ist alles? Das ist alles, was Madame de la Rocco uns erlaubt. Madame de la Rocco, Madame de la Rocco. Was ist eigentlich Ihre Stellung hier in diesem Hause? Sie ist die Vorsteherin der Stiftung. Was für eine Stiftung? Der Maria Machado Stiftung. Maria Machado? Ja. Eine Stiftung zum Schutz und zur Ausbildung musikbegabter Mädchen, die kein Heim haben. Ja, was hat die berühmte Sängerin Maria Machado damit zu tun? Vielleicht war sie selbst einmal einsam ohne Heim. Wer? Sie. Das ist Maria Machado? Ja. Das war ihr Bühnenname? Wir kennen sie nur unter diesem Namen. Oh, mein liebes Kind. Weißt du, was ich jetzt möchte? Nein. Ich möchte dich umarmen und küssen. Warum tun Sie es denn nicht, Herr Pastor? Ja, warum tue ich es wirklich nicht? Pastor! Sie haben sich unterhalten, Pastor. Ausgezeichnet. Ich habe soeben einen der größten Augenblicke meines Lebens durchlebt. Ja, das habe ich beobachtet. Ich habe entdeckt. Was immer Sie entdeckt haben mögen, Sie sollten sich schämen. Ich habe entdeckt, dass nichts in dieser Welt so schmutzig ist, wie eine schmutzige Fantasie es machen kann. Oder eine zu moralische Fantasie, wie Sie das nun nennen wollen. Wollen Sie sich nicht ein bisschen gemeinverständlich ausdrücken? Nicht, bevor Sie sich an etwas festhalten, damit Sie nicht umfallen. Ich lehne hier sehr gut an der Heulboje. Das ist keine Heulboje, das ist ein Grammophon. Das ist dasselbe. Professor, wissen Sie, wer Maria Machado ist? Natürlich, die große Sängerin. Wie kommen Sie auf die? Sie starb kürzlich, nicht wahr? Ja, ich habe es in der Zeitung gelesen. Na und? Haben Sie mal ein Bild von ihr gesehen? Nein. Da ist eins. Das ist meine Schwester. Ganz recht. Josephine Nägler. Und ihr Bühnenname war Maria Machado. Nein. Ja. Und dieses Haus, das Sie mit Ihrem überdimensionierten moralischen Feingefühl für einen sonst was hielten, dieses Haus ist ein Heim für alleinstehende junge Mädchen, gegründet zu dem ausgesprochenen Zweck, diese jungen Mädchen vor dem Heim zu schützen, das Sie dachten, dass es sei. Und wissen Sie auch, warum Ihre prachtvolle Schwester dieses Heim gegründet hat?
weil sie es nicht vergessen konnte, dass sie selbst einmal ein einsames Mädchen war, ausgestoßen aus ihrer Familie, ausgestoßen von ihrem einzigen Bruder, der sie einbildet, die ganze Moral in der Welt für sich allein gepachtet zu haben. Reden Sie nicht so, Sie sind ja nicht in der Kirche. Sehen Sie nun endlich ein, dass ein armes Mädchen allein Fehltritt machen und doch moralisch viel, viel höher stehen kann, als die, die es beurteilen? Und fühlen Sie jetzt wenigstens das große Unrecht, das Sie Ihrer Schwester antaten damals, als Sie sie auf die Straße warfen in jener dunklen Nacht? Es war Vollmond. Außerdem, wenn ich sie nicht rausgeworfen hätte, wo wäre sie heute? In Cuxhaven. Ja, jetzt fehlt nur noch, dass Sie die Karriere Ihrer Schwester sich zum Verdienst anrechnen. Ja, nicht absolut. Ich war nur das Werkzeug in der Hand der Vorsehung. Oh, das ist die Höhe. Wollen Sie bestreiten, dass ohne Gottes Wille kein Spatz vom Dache fällt, wie Sie uns jeden Sonntag erzählen? Na, vielleicht hatte Gott eine Absicht, indem er mir dieses überdimensionierte moralische Feingefühl gab, über das Sie sich so aufregen. Ich hoffe nur, dass dieses moralische Feingefühl nie auf die Probe gestellt wird. Ich weiß gar nicht, warum Sie so wütend sind, Pastor. Ihre Dickfälligkeit bringt mich zur Verzweiflung. Na, vielleicht ist sie nicht ganz echt, diese Dickfälligkeit. Vielleicht brauche ich sie. Gegen mein Gewissen. Professor. Sie haben einmal zu meiner Frau gesagt, ich sei ein Hypokrit. Das hätte sie Ihnen aber nicht gleich wieder zu erzählen brauchen. Ja, es ist gut, dass Sie es tat. Nun, wenn Sie mir jede Hoffnung rauben, dass meine Tat vielleicht doch zu irgendetwas gut war, woran soll der Hypokrit sich halten? Woran soll der Hypokrit... Professor... Ich bin ein schlechter Hirte. Nein, das sind Sie nicht. Ja, das bin ich doch. Ich will Ihnen jetzt noch bei Sie sich die Schuld geben. Ich hab Sie lieb, Professor. Ja, ich Sie auch, Pastor. Auch wenn ich Ihnen manchmal eine runterhauen möchte. Ja, ich Ihnen auch. Hast du Ihnen, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Sehr gerne. Wollen Sie mir Atlanta zurückrufen? Wo ist sie? Ich habe sie ins Hotel Cabanesa gebracht, nicht wahr? Damit sie sicher ist. Ja. Es ist hier gleich um die Ecke. Natürlich. Ja. In der Zwischenzeit werde ich eine kleine Andacht mit meinem Schwesterchen halten. Schließlich ist sie mein Fleisch und Blut. Pastor? Ja. Ich verzeihe ihr. Oh, das ist rührend. Wo, sagten Sie, haben Sie Atlanta untergebracht? Im Casa Abanesa Hotel. Hoffentlich ist es ein Hotel. Ich bin begierig, Ihrer lieblichen Stimme zu lauschen. Ich sprach heute
Danke gut. Ihnen auch? Das ist fein. Ich bin der Anwalt. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Perino. Cortez, Ricardo Cortez. Ich erwartete die Herren Perino, Perino und Perino. Sind tot, alle drei seit 5 Jahren. Richtig. Ich bin Ihr Nachfolger. Kommen Sie. Hier ist das Testament. Setzen Sie sich. Keine Angst. Nur die letzten Seiten brauchen Sie zu lesen. Setzen Sie sich. Alles andere betrifft Stiftungen für junge Dinge und so weiter. Sie wissen, als Ihre Schwester ein junges Ding war, passierte ihr Verschiedenes und so weiter. Und irgendein verblödeter Verwandter warf sie auf die Straße. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer es war. Wissen Sie es? Bewahre, ich will es auch nicht wissen. Jedenfalls verplempert sie einen Haufen Ding für diese Stiftungen. Aha, hier ist es, wo Sie drankommen. Haus und Grundstück an 1351 Plaza Colorado vermache ich mit allen Rechten und Pflichten meinem Bruder Professor Traugott Hermann Negler in Cuxhaven. Das ist ja wundervoll. Wie viel glauben Sie, ist das wert? 400.000 Pesos. Wie viel ist es in Dollars? 200.000 Dollar. Das ist ja wertvoll. Und Sie glauben wirklich, dass man einen solchen Preis bei einem Verkauf erzielen kann? Nein. Warum nicht? Weil Sie es nicht verkaufen können. Warum nicht? Weil es das Testament verbietet. Mein tugendhafter Bruder wird kein Opfer scheuen, um die Stiftung im Interesse des guten Zweckes und der von ihm so hochgehaltenen Moral in meinem Sinne weiterzuführen. Ach, mit anderen Worten, ich habe mehr Pflichten als Nutzen. Ja, das trifft es. Und wie ist das mit ein bisschen Bargeld? Oh, Bargeld. Ja, da ist eine kleine Klausel, aber ich glaube nicht, dass Sie das interessieren wird. Ah, jetzt übertreiben Sie, Herr Gottes. Wo steht etwas von einer kleinen Klausel? Hier steht etwas vom Bargeld. Den Rest meines Vermögens von 1.500.000 Pesos. Das sind 750.000 Dollar. Ja, da mache ich eingedenk meiner eigenen Tragödie dem Asyl für Mütter unehelicher Kinder. Jetzt ist es aus. Nein, noch nicht. Sollte jedoch eine Tragödie wie die meine sich in meinem eigenen Vaterhause, das heißt im Hause meines tugendhaften Bruders Professor Traugott Hermann Negler, wiederholen, sollte mit anderen Worten ein weibliches Mitglied dieses vorbildlichen Hauses ein uneheliches Kind bekommen, dann natürlich fließt obgenannte Summe von 1.500.000 Pesos dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe, das heißt der Mutter dieses Kindes, zu. Lesen Sie den Satz nochmal. Sollte jedoch eine Tragödie wie die meine sich in meinem eigenen Vaterhause, das heißt im Hause meines tugendhaften Bruders Professor Traugott Hermann Negler, wiederholen, sollte mit anderen Worten ein weibliches Mitglied dieses vorbildlichen Hauses ein uneheliches Kind bekommen, dann natürlich fließt obgenannte Summe von 1.500.000 Pesos dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe, das heißt der Mutter dieses Kindes, zu. Diese Bestimmung ist begrenzt und läuft ab am und mit dem 22. Juli nächsten Jahres um Mitternacht. Wann? Am 22. Juli nächsten Jahres. Das wäre Atlantas 19. Geburtstag. Eben. War Ihre Schwester nicht im gleichen Alter, als ihr das passierte und so weiter? Ja. Dass dieses Testament bei voller geistiger Frische, worauf Sie sich verlassen können, erfasst und aufgesetzt wurde, bezeugen und bescheinigen und so weiter. Ich finde das sehr nobel von Ihrem Fräulein Schwester. Ja, sehr nobel. Mit anderen Worten, falls er klappt. Richtig, dann bekommt sie das Geld. Falls nicht, dann nicht. Einfach. Sehr einfach. Kein Kind, kein Geld. So ist es. Es war die Intention der teuren Verstorbenen, im Notfalle beizustehen. Ich glaube, die Intention der teuren Verstorbenen verstanden zu haben. Zweifellos. Sie war ja ihre Schwester. Hier haben Sie die Abschrift. Und vergessen Sie nicht, morgen in meinem Büro mit Ihrem Kind um 5. Ausgezeichnet. Und was habe ich sagen wollen? Herzlichen Glückwunsch. Einen Augenblick, Herr Cortez. Diese ganze Sache ist streng vertraulich, nicht wahr? Streng vertraulich. Und vergessen Sie nicht, das Wurm muss unehelich sein. Natürlich. Natürlich. Niemals! Niemals! Wenn ich lache!
Gnädige Fräulein wird sofort erscheinen. Dankeschön. Können Sie das lesen, bitte? Bürgermeister Klüverkotten, Cuxhaven, Alemannia. Pardonne, por favor, que salga hasta mi mano, sí. Bien, señor. Muchas gracias. Alle Erwartungen übertroffen, Heulboje gesichert, Pastor. Heulboje? Heulboje gesichert. Dann ist unsere Hochzeit ja auch gesichert. Ah. Oh, Herr Pastor, bitte schreiben Sie noch dazu. Ja. Mutti soll Schiffskarten auf der Atlanta besorgen. Atlanta. Ja, mein liebes Kind, was ist denn? Du strahlst ja so. Ach, Herr Pastor, wissen Sie, wer hier im Hotel ist? Nein, wer denn? Ich kann aber nichts dafür. Wer denn? Herbert. Was? Er war auf demselben Schiff wie wir als Funkvolontär. Das hast du nicht gewusst? Nein. Er ist mir nachgefahren, weil er Angst hatte, mich zu verlieren, wenn ich ein reiches Mädchen würde. Und deshalb wollte er vorher meine Hand anhalten. Ach, Herr Pastor, Sie müssen uns helfen. Sie müssen bei Vater ein gutes Wort für uns einlegen. Selbstverständlich, mein liebes Kind. Das ist gerade der richtige Augenblick. Dein Papi ist in einer glänzenden Stimmung. September, Oktober, November, Dezember, Januar... Herr Professor! Herr Professor! Mein lieber Professor, ich habe eine große Überraschung für Sie. Genug Überraschungen für mich heute. Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie schlechte Nachrichten? Ja, ich will Ihnen mal erst den Brief von Mutter vorlesen, damit Sie besser in Stimmung kommen. Mein lieber Männer, gestern hat mich der Rektor auf offener Straße auf beide Backen geküsst. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Die Nachricht von unserer Erbschaft hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Ich habe nie gewusst, wie viele reizende, aufmerksame Freunde wir in unserer kleinen Stadt haben. Oh, mein lieber Herrgott, Traugott, was ist das für ein unsagbar glückliches Gefühl, reich zu sein oder wenigstens wohlhabend oder nur nicht mehr so schrecklich arm. Ach, wenn nur nichts dazwischen kommt. Bei diesem Gedanken bleibt mir das Herz stehen. Ich will ja nichts für mich, nur für die Kinder und für dich, damit du nicht mehr so viel buckeln musst. Also sei nicht bockbeinig, mein lieber Männer, denke bei allem, was du tust, dass du es für die Kinder tust, dass du ihnen gegenüber eine Verantwortung hast, dir gegenüber. Zweimal gegenüber. Dein persönlicher Trotz oder Stolz oder wie du es nennen willst, zu schweigen hat. Ich sitze hier mit meinen 11 Küken und wir warten alle 12 fieberhaft auf gute Nachrichten. Ich umarme und küsse dich, deine reiche Marianne. Doch wunderbar. Ja, das sieht Ihnen ähnlich. Zu urteilen, ehe Sie das Testament kennen. Ja, was ist denn mit dem Testament? War der Anwalt schon da? Ja. Na und? Setzen Sie sich. Nein. Ich werde es Ihnen lieber erst in Form einer Fabel beibringen. Nehmen Sie mal an, Sie seien ein Hirte. Na, ja, ich weiß, Sie sind einer. Aber ich meine, ein richtiger Hirte. Mit richtigen Schafen. Ja? Aber Ihre Herde ist nur klein. Sagen wir mal 12 Schäfchen. Ja? Doch Sie lieben jedes einzelne Schäfchen mit der Liebe eines Vaters. Doch Ihre Weidengründe sind gar mager. Kaum ausreichend, den dringendsten Hunger zu stillen. Da ist auch kein extra Grashälmchen weit und breit. Wie traurig. Was sagen Sie? Ich sage, wie traurig. Ach so, ja. Kein extra Grashälmchen weit und breit. Da plötzlich, in der tiefsten Not, wer glauben Sie, pocht an die Tür? Die gute Fee. Ein Dreck. Der böse Wolf. Und er spricht zu Ihnen. Lass mich eines deiner Schäfchen haben, und ich will dich geleiten zu neuen Wiesen und Weiden, reichere und schönere, du nie gesehen hast. Und wo du mit deinen anderen 11 Schäfchen grasen und spaßen kannst nach Herzenslust. Was würden Sie dem Tiere antworten? Hebe dich hinweg von mir, Satan. Ist das endgültig? Ja. So. Und Sie würden die anderen 11 verhungern lassen? Ein feiner Hirte. Haben Sie denn gar keine Angst vor Albtrücken, dass Ihnen die Schäfchen im Traum erscheinen, auf Ihrer haarigen Brust knien und Sie fragen, wo sind unsere fetten Wiesen? Wo sind sie? Was werden Sie antworten? Aber Sie können doch nicht eines Ihrer Schäfchen dem Wolf zum Fraß hinwerfen. Wer will's denn fressen? Der Wolf. Aber keine Ahnung. Was will er denn? Spielen.
Ach so. Ja. Dann ist das gar kein böser Wolf. Nicht unbedingt. Man müsste ihn sehen. Ja, man müsste ihn sehen. Da ist er ja. Der Wolf? Herbert! Da bin ich. Herbert Wolf! Kraft, Kraft. Ich hoffe, der Herr Pastor war so freundlich, mit Ihnen zu sprechen, Herr Professor. Keine Silbe. Ich wollte ja gerade damit anfangen. Sie wollten doch gerade gehen. Ja, ich lasse Sie jetzt allein. Herbert, auf Wiedersehen. Sagen Sie mir, mein lieber junger Freund, wie kommen Sie hierher? Ich bin mit demselben Schiff gekommen, mit dem Sie gefahren sind, Herr Professor. Ach, das ist ja furchtbar interessant. Ich nehme an, dass Ihnen die Sehnsucht nach mir keine Ruhe ließ. Es ist absolut richtig, Herr Professor, die Sehnsucht, mit Ihnen zu sprechen. Und über wen denn wohl, was? Und über was denn wohl, wie? Über wen oder was denn wohl, hm? Herr Professor, Ihr ermunterndes Lächeln. Herr Professor, ich möchte mir die Freiheit nehmen, Sie um die Ehre Ihrer Tochter zu bitten. Bitte? Mir die Ehre zu nehmen, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu befreien. Jetzt sagen Sie den Satz nochmal. Herr Professor, wissen schon, was ich meine. Na, ungefähr wenigstens. Hm? Also, mein lieber junger Freund, wie alt sind Sie denn? Ich werde nächstes Jahr 27. Ich habe Sie ja nicht gefragt, wie alt Sie nächstes Jahr werden. Wie alt sind Sie dieses Jahr? 26. Und was sind Sie von Beruf? Ich bin Ingenieur auf der Werft meines Vaters. Ingenieur auf der Werft des Vaters. Nun sieh mal an. Und wie viel gibt Ihnen der Alte? 35 Mark die Woche. Na, dabei kugelt es sich auch nicht in den Arm aus, was? Ja. Der alte Knickstiefel. Herr Professors Humor sind zu goldig, ja, zu goldig. Ich pflege das auch in meinen Unterrichtsstunden so zu halten, die Knaben hin und wieder mit einem kleinen Scherz zu erfreuen. Das erfrischt, ja, das erfrischt, ja. Wo war ich stehen geblieben? Bei 35 Mark die Woche. Richtig, ja. Und Sie glauben, das genügt? Das genügt, einen eigenen Herd zu gründen und ein liebendes Weib zu ernähren? Ich bekomme später die Werft meines Vaters. Ja, bis dahin können Sie ja mit der Ernährung unmöglich warten. Wann bekommen Sie die Werft Ihres Vaters? Nach meines Vaters Tode. Wann ist das? Ja, also hoffentlich doch noch recht lange nicht. Bis dahin? Wer wird bis dahin die jungen Schnäbelchen füttern? Die jungen... Herr Professor, wir dachten nicht gleich sofort, Schnäbelchen zu haben. Warum nicht? Bitte? Ich sage, warum nicht? Ich liebe Schnäbelchen. Ich hoffe, eine Menge Enkelkinder zu haben. Ganz wie Sie wünschen, Herr Professor. Und zwar, je früher, desto besser. Ja. Je früher, desto besser. Es liegt absolut auf der Linie meiner Intentionen, Herr Professor. Absolut auf der Linie meiner Intentionen. Na, das freut mich. Aber es genügt, wenn Sie von jetzt ab jeden Satz nur einmal sagen. Jawohl, Herr Professor. Also lassen Sie uns mal rekapitulieren. Sie lieben Atlanta. Jawohl, Herr Professor. Und Atlanta liebt Sie? Jawohl, Herr Professor. Sind Sie dessen gewiss? Ganz gewiss. Was macht Sie so sicher? Habt ihr euch auf dem Schiff getroffen? Nein, Herr Professor. Nicht ein einziges Mal? Nein. Warum nicht? Bitte? Ich sage, warum nicht? Atlanta wusste gar nicht, dass ich auf dem Schiff war. Ja, und Sie? Ich traute mich nicht. Ja, ja. Und wo habt ihr euch hier getroffen? In meinem Hotel. Das ist unerhört. Wie kam es in Ihr Hotel? Herr Professor, haben Sie dort abgesetzt? Im Casa Abanesa Hotel. Im Casa Abanesa. Ich selber, was? Na? Und was geschah da? Nichts, Herr Professor. Gar nichts? Nein. Na, also scheint festzustehen, dass ihr beide euch liebt. Jawohl, Herr Professor. Aber Sie haben kein Geld? Nein, Herr Professor. Wenigstens noch nicht im Augenblick. Sagen Sie natürlich viel freundlicher aus, wenn wenigstens Atlanta eine kleine Klausel hätte. Ein kleines Vermögen. Hm? Natürlich. Das würde Sie nicht weiter stören. Nein, Herr Professor. Nein. Das glaube ich. Aber leider
hat sie nichts. Gar nichts. Sie sehen keinen Ausweg, Herr Professor. Scheint mir alles eine Frage der Reihenfolge zu sein. Nehmen Sie mal an, Sie gehen jetzt mit mir essen. Ich könnte jetzt keinen Bissen herunterbringen, Herr Professor. Sie sollen es annehmen. Ich will Ihnen ein Gleichnis geben. Oh, ein Gleichnis? Ja. Sie gehen mit mir essen und setzen. Und nehmen ein Dinner, bestehend aus Suppe, Fleisch und Süßspeise. Wiederholen Sie. Ich nehme ein Dinner, bestehend aus Suppe, Fleisch und Mehlspeise. Süßspeise. Süßspeise. Und zwar essen Sie dieses Dinner zunächst mal in der regulären Reihenfolge Suppe, Fleisch und Süßspeise. Was haben Sie dann in Ihrem Magen? Suppe, Fleisch und Süßspeise. Ja. Nun drehen wir es mal rum. Sie essen erst die Süßspeise, dann das Fleisch und dann die Suppe. Was haben Sie dann in Ihrem Magen? Dieselben Dinge. Dieselben? Es ist überhaupt kein Unterschied. Gar keiner. Nein. Uns geht auch niemandem was an. Nein. Sie können in Ihrem Magen machen, was Sie wollen. Ja. Es ist Ihr Magen. Absolut, Herr Professor. Absolut. Nun nehmen Sie mal eines, käme ein Hellseher, ja? Oder ein Arzt. Und sagt zu Ihnen, lieber Freund, es wäre vorteilhaft für Sie, wenn Sie einmal Ihr Dinner in dieser umgekehrten Reihenfolge zu sich nehmen würden. Was würden Sie antworten? Ich würde nicht anstehen, die Süßspeise zuerst zu essen. Sie würden nicht anstehen? Natürlich nicht. Das würde auch niemandem was schaden. Nein. Natürlich wäre es eine Gemeinheit, die Süßspeise zu essen und nachher die Suppe nicht zu heiraten. Ja, nicht doch. Zu essen. Haben Sie mich verstanden? Nein, Herr Professor. Ich gebe mir die größte Mühe, Ihnen zu folgen, Herr Professor, aber ich verstehe Sie wirklich nicht. Scheint mir kein glücklicher Tag für Fabeln zu sein. Also, mein Lieber, wo bin ich hingeraten? Wollen Sie mir einen Gefallen tun, mein lieber junger Freund? Gerne, Herr Professor. Geben Sie mir Ehrenwort, dass Sie tun werden, was ich von Ihnen verlange? Jawohl, Herr Professor. Was immer es sei? Jawohl, Herr Professor. Wenn Sie noch so merkwürdig vorkommen sollten? Jawohl, Herr Professor. Ich habe Ihr Ehrenwort? Jawohl, Herr Professor. Hauen Sie mir eine runter. Aber... Ich habe Ihr Ehrenwort? Das kann ich nicht. Auch nicht für Atlanta? Machen Sie die Augen zu und hauen Sie mir eine runter. So. Nun werde ich Ihre Werbung in wohlwollende Erwägung ziehen. Sehr wohlwollend. Wir haben eben erst ausgepackt. Jetzt können wir wieder einpacken. Herbert, wo sitzt du? Das siehst du doch im Kaktus. Wo
Warum bist du so verstört? Hast du mit Papa gesprochen? Ja. Ja, und? Wie ist es ausgegangen? Ich habe ihm eine geklebt. Du hast ihm eine geklebt? Psst, später. Señorita, al Professor, pronto! Was los, so Professoro? Professor? No comprende? Oh. Es ist schade, Herr Professor. Ja, Madame. Es ist ein bisschen schade.